Wölfen und wir gehen jetzt aufs Eis. Nach zuletzt mageren Jahren mit den Wölfen Freiburg sind die Fans in Eishockey in Freiburg heiß auf erfolgreiches Eishockey. Am Wochenende gab es das Stadionfest zum Wölfe-Warm-up und getestet wurde auch schon gegen den Lieblingsfeind, Lieblingsgegner, wie man es nimmt, aus Schwenningen. Der Beginn der Eiszeit sorgt für leuchtende Augen bei kleinen und bei großen Eishockey-Fans. Thema Nummer 1 beim Stadionfest natürlich die Frage, was ist drin diese Saison beim neu formierten Team der Wölfe Freiburg? Oh je, es ist gut. Auf jeden Fall, dass wir ganz oben mitspielen und hoffentlich auch den Aufstieg schaffen werden. Schwierig zu sagen insgesamt, aber ich denke, wenn die Mannschaft mit dem Potenzial, was die einzelnen Spieler haben, sich gut zusammenfindet, wird es eine gute Saison für uns und hoffentlich auch wieder ein Aufstieg. Die Saison, da lassen wir uns mal überraschen. Sehr überraschend. Kann ich nicht einschätzen. Ich hoffe, dass sie positiv läuft. So wie ich gehört habe, haben die eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr. Ich denke, dass sie vorne mitspielen können. Unter der ersten vier auf jeden Fall drin. Erste Überraschung für die Fans. Die neuen Wölfe kommen in ihren grau-blauen Trikots fast ein wenig Schwenningen-like daher. Die zweite Überraschung ist die angenehmere. Freiburg bietet dem Zweitligisten vom Bauchenberg von Beginn an die Stirn. Die Svetlov-Truppe macht ordentlich Betrieb und sorgt für gute Stimmung beim blau-weiß-roten Anhang. Die Gäste aus Schwenningen in dieser Anfangsphase nur höchst selten mal im Vorwärtsgang. Ihr Führungstreffer daher auch eher zufällig. Markus Schröder im zweiten Versuch. Ein Ex-Freiburger sorgt für das schwäbische 0:1. Die Wölfe davon aber nicht sonderlich beeindruckt. Überzahlspiel nach einer Viertelstunde, ein Fall für den neuen ersten Block. Wosa, Kurtmeier, Weidt, Barisch und Marisch. Und letzterer, der einzig übrig gebliebene aus der vergangenen Saison, sorgt für den Ausgleich. Peter Marisch, der nach einem bösen Foul im März kurzzeitig ans Aufhören dachte, scheint wieder Spaß zu haben am Eishockey. Kurz vor Ende dieses unterhaltsamen ersten Drittels die Wölfe wieder in Überzahl und wieder gibt's Grund zum Jubeln mit dem ersten Block. Torschütze diesmal der auf Probe spielende Josef Kortmeier. Das Überzahlspiel, in den letzten Jahren nicht gerade eine Freiburger Spezialität, gibt Anlass zur Hoffnung. Ja, ich hoffe, das geht so weiter, aber das muss halt auch nochmal fleißig trainiert werden, um das dann auch immer kontinuierlich abrufen zu können. Das Mitteldrittel dann etwas ausgeglichener. Schwenningen jetzt häufiger vor dem Wölfetor, das von Neuzugang Ronny Glaser aber souverän gehütet wird. Und das Spiel bleibt intensiv. Ein Test mit echtem Derby-Charakter. Hier rasseln Patrick Wosa und Hugo Haas ineinander. Der Schwenninger Goalie bleibt benommen liegen, kann nach kurzer Behandlung zum Glück aber weiterspielen. Das zweite Drittel endet torlos. SCHC-Trainer Piet Usdorf muss sich für den Schlussabschnitt was einfallen lassen, wenn dieser Test nicht mit einer kleinen Blamage enden soll. Die besseren Chancen hat allerdings weiter der Oberligist. Peter Marisch mit einem feinen Solo scheitert an Hugo Haas. Auf der anderen Seite dicke Luft wegen eines nicht gegebenen Schwenninger Treffers. Teile des Gästeanhangs vergessen daraufhin kurzzeitig ihre gute Kinderstube, zünden Rauchbomben und verpassen so fast die Entscheidung. Minute 53, Freiburg in Unterzahl und trotzdem trifft Neuzugang Tom Herman. Herman vergangene Saison 17 Mal für den Zweitligisten Krimitschau erfolgreich, sichert seinem neuen Team den Derby-Sieg. Daran endet auch Bogdan Salias 2:3 nichts mehr. Der Treffer wenige Sekunden vor der Schlusssirene. Nur noch Statistik. Freiburg gewinnt das Eröffnungsspiel. Trotzdem warnt der Captain vor voreiliger Euphorie. Ach, da kann man dazu nichts sagen, weil die sind erst eine Woche auf dem Eis. Wir sind eine Woche länger und vielleicht ein bisschen die Schlittschuhe schon mehr eingewöhnt. Und auf dem heimischen Eis mit Fans, da kann man jetzt noch keinen Rückschluss drauf ziehen. Die Woche macht es dann aus, dass man eigentlich keinen Klassenunterschied sieht? Ja, natürlich. Ich meine, ganz am Anfang, das sind neue Ausrüstungsteile, die erstmal eingefahren werden müssen. Und dementsprechend kann man da noch nichts sagen. Und für die erste Euphoriebremse sorgte die Svetlov-Truppe gestern selbst. Im Test gegen den Zweitligisten aus Bietigheim unterlagen die etwas müden Freiburger mit 2:5. Aber alles halb so wild. Schließlich müssen die Wölfe erst zum Saisonauftakt am 14. September in Topform sein.